Blub, blub, Leute, willkommen zurück auf YouTube Bei Dwarf Fortress. Und wir haben im letzten Part am Ende, nachdem wir ein Forgotten Beast gekillt hatten, das hier bekommen. Momus Myrul Koman. Dwarven Child loses a roaring laughter. Fell and terrible. Das hier nennt man eine Fell Mood. Und eine Fell Mood ist praktisch. Es gibt ja verschiedene. Es gibt Fey Mood. Es gibt Possessions. Es gibt noch irgendeine Form, die ich gerade vergessen habe. Eine Fellmood ist die böse Variante davon. Dieser Zwerg, und interessanterweise ein Dwarven Child, wird sich jetzt einen Zwerg suchen, einen random Zwerg, bringt den instant um und schnitzt was aus seinen Knochen. Das ist eine Fellmood. Ich frage mich warum, was ist mit dir los, du komisches Kind? I don't mind stirring things up. Yeah, she has become haggard and drawn due to the tremendous stresses. Echt, du hast so viel Stress? Oh, within the last season she was uneasy after seeing Miss Glazali's dead body. Und Paddy auch, das hat das Ende gebracht jetzt. Es muss ein Zwerg sein, der wird keinen Troglodyte nehmen. Wenn wir Glück haben, die Troglodytes bringen das Kind um, dann läuft's. Na, es ist nicht besessen. Eine Possession ist ja ganz normal. Das ist einer der Götter, der Besitz von dem Zwerg ergreift und ihn dazu zwingt, irgendwas Bestimmtes zu entwerfen. Das hier ist Depression. Also beziehungsweise das hier ist Serial Killer sein. Und er tötet keine Trogs. Es wäre schön, wenn er einfach nur einen Trog töten würde. Ah, irgendein Weaponsmith ist gewappt worden. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich werde es jetzt einfach mal laufen lassen. Mal gucken, welchen Zwerg er tötet. Ich hoffe, keinen wichtigen. Jojo oder so. Unser Dungeon Master ist tot. Ich hatte gehofft, dass wir ihr echt ein ordentliches Gebäude geben können, in der sie dann glücklich ist. Nehmen wir Sapsi als nächsten Dungeon Master. Mal gucken, welchen Zwerg dieses Kind töten wird. Random. Aber es muss erst einen Workshop claimen. Welchen Workshop wirst du claimen? Und ich glaube, ein Butchers Workshop claimt das oder ein Tenner oder sowas. Oder ein Craftsdorf? A Butchers Shop. Oh, ich meine, wenn er einfach das blöde Forgotten Beast nehmen würde, das hier unten liegt, ne? Ich meine, das liegt hier ja nicht ohne Grund. Oder ein Totenzwerg, der hier unten rumliegt. Nee, er muss jetzt einen töten. Und es wird wahrscheinlich... Ja. Shiro, du wurdest getötet. Herzlichen Glückwunsch. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Wir haben Fohlen bekommen. Und das Kind hat's gesehen. Das heißt, hier ist gleich das nächste Kind, was durchdreht. Yay! Joyous, joyous times. Hallo, Conan Dude. Willkommen. Möchtest du auch ein Zwerg sein, der von anderen Zwergen getötet wird? Dann kannst du gerne Ausrufezeichen Join in den Chat geben und dann füge ich dich gleich hinzu. God damn it, Mann. Warum muss Shiro sein? Hätte es irgendein namenloser Zwerg sein können? Shiro wird weggebracht. Hat es denn schon angefangen? Has a horrible fell look, ja. Das ist eine Frau. Oder ein Mädchen in dem Moment noch. Kann ich irgendwo sehen, was hier... Ne. Der wird jetzt einfach eine Weile arbeiten wohl. Ja, ja, Shiro. Okay, dann entweder einen besonderen Namen oder einfach nur Shiro 2 oder so. Du hast eine Frage, ja bitte. Immer gern, immer raus damit. Was kannst du Lustiges im Midgame machen? Das kommt drauf an. Du könntest Trap-Korridore designen, Du könntest C drücken und schauen, welche Zivilisation du angreifen kannst. Oder... beziehungsweise Necro Tower oder sowas ausplündern.
Oh, und das Dumme ist, ich habe diesen Shop gebaut für das Vieh, ne? Bei Dwarf Fortress ist es teils so, dass du ein bisschen den Spaß selber finden musst. Also wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, dein Fort steht und läuft und alles funktioniert soweit, dann kann sein, dass überhaupt nichts zu tun ist so in dem Moment. Aber du kannst dir natürlich ein eigenes Projekt machen. Wie zum Beispiel, ich möchte einen riesigen Wasserfall bauen, der mein Fort mit Nebel versorgt, da, wodurch alle Zwerge, die da durchlaufen, glücklich werden. Oder ich möchte Cave Crocodiles fangen, trainieren und verkaufen. Oder zu Kriegs-Crocodiles ausbilden oder sowas. Und gegen meine Feinde werfen. Oder I don't know. Er ist noch nicht fertig. Interrupted by Troglodyte. Wird das Kind jetzt... Du kannst mir nicht sagen, dass das Kind jetzt getötet wird, ne? Momus. Was ist mit Momus los? Also man muss sich da so ein bisschen auch selber den Spaß noch draus machen. Und man kann viel tun in Dwarf Fortress. Du könntest schauen, dass du einen Swimmingpool baust und deinen Zwergen Schwimmen beibringst. Du könntest schauen, dass, wie man mit Minecarts umgeht. Was ich übrigens auch gerade vorhabe. Weil ich das selber noch nie gemacht habe. Mömel, Mömel, wo bist du, Kind? Was war's hier? Kuh, ne? Nee. Oh Gott, wie hieß das Vieh? Momus Myrulkoman. Ich hatte noch nie eine Fehlmut, by the way. Noch nie. Ever. Das ist das allererste Mal, dass ich eine Fehlmut hatte. Also meinen Zwergen geht's echt nicht gut. Du. Du bist in der Strange Mood. Wo bist du? Warum bist du hier hinten? Wenn du mir noch einen Zwerg tötest, ne, dann schmeiß ich in die Lava. Warum ist hier eine tote Spinne, by the way? Entschuldigt das Husten. Ach, das Ding ist verrottet. Bist du im Käfig gewesen und gestorben? Oder hat dich einfach einer umgenockt? Shiro 2 einfach, okay. Ja, dann warte mal, mache ich ganz schnell. Wetten, das tötet dich dann auch. Das wäre so lustig, ne, das Kind. Wenn ich das einfach auch killt. ...75 Zwerge. Da, passt. So, einfach Ausrufezeichen, joine den Chat und dann könnt ihr als Zwerg dabei sein. Du bist noch ein Newbie und hast keine Ahnung über viele Sachen. Ja, das ist doch wunderbar. Dann hast du nämlich noch ganz viel, was du ausprobieren und dir anschauen kannst. Okay, anscheinend hat das Kind bekommen, was es wollte. Das Dumme ist, meine Cave Spider verdirbt mir jetzt. Wegen diesem blöden Kind. Ach, wir hauen wieder ein paar Trogos kaputt. Ja, okay, hier muss das Militär ran, das geht so nicht. Vor allem bist du wohl voll verletzt hier, hä? Huh? Pebbles, enrage at all enemies. Du bist nicht verletzt? Oh, du bist extrem verletzt, das ist nicht cool. Okay, aber du hast einen Troggo gekillt dadurch, das Enraging, das war gut. Ah, Mir ist in der Depression, na toll. Das heißt, damit ist Mir unbrauchbar geworden, der ist absolut jetzt am Ende und wird irgendwann sterben, weil er kaputt geht. Oh, und du warst ein Legendary Tanner, damn it, to hell. Legendary Tanner. Ja, aber für ihn wurde es zu viel. Können wir dich noch loswerden? Oh Gott, wie war das? D? Nee. Oh Gott, wie ging das, nochmal jemanden loszuwerden? Ich glaube, da muss ich jemanden mit K anschauen? Nee, das ist falsch. Vielleicht mit V. War es V? B? Nein. Irgendwas hier war es. P, Preferences? Ja, und jetzt könnte ich sagen Expel.
Und jetzt gehst du zwar immer noch nirgendwo hin, aber du gehörst nicht mehr zum Vor. Tja. You're a goner. And I don't care. Du kommst halt auch ein klein bisschen spät zu diesem Vor, wenn du sehr neu bist. Weil das Vor läuft halt schon 2 Sessions. Und du hättest wahrscheinlich mehr noch davon mitnehmen können, wenn du schon länger zugeschaut hättest. Okay, damit haben sie die Viecher alle getötet. Großartig. Ich weiß immer nicht, wo der... Da ist der Butcher. Da war der Butcher. Der macht immer noch Zeug und meine Spinne verrottet vor sich hin. Das kann doch wohl nicht sein. Okay. Ist mir ganz egal. Irgendwas, was nah ist. Tower Cap. Do it. Brauchen wir mal ganz schnell noch einen Workshop hier hin. Und dann sorgt dafür, dass die blöde Spinne mal gefressen wird, gebutschert wird. Denn ich will deren Fleisch, ich will deren Gehirn, ich will das Chitin haben. Und das kriege ich alles nicht, wenn sie verrottet. Ich meine, sie ist mangled. Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt noch butchern kann. Oh, und dann die Fellmut, ne? Ausgerechnet ein dämliches kleines Kind. Den müssen wir uns aber im Auge behalten. Mömus. Kann ich dich mal irgendwie gerade anschauen? Customize. Shiro Killer. Kills Garashiro. Mute Seal the Dwarf. Ah. Goddammit. Spearman is starving. Aber ein Human Spearman. Ist mir das egal? Wahrscheinlich. Ich habe gerade den Namen nicht richtig mitbekommen. Das war dumm, es einfach wegzuklicken. Oh, wir haben eine ganze Menge Children. Wow. Gar nicht so mitbekommen. Meditates on Wisdom. Das ist sehr gut. Das kann nämlich dafür sorgen, dass es ihr wieder besser geht. Wenn sie viel meditiert. Pray to the meditation of poems. Pray to Munest. Pray to Futu. Wir müssen uns die ganzen Götter mal anschauen. Das ist ganz wichtig. Weißt du was, mir ist der blöde Swordsman oder whatever da ziemlich egal. Butcher Dead Animal ist es wohl, ne? Do it und do it now. Profile requires Manager. Ich habe einen Manager. Aber ich kann denen auch nicht sagen, dass sie das Vieh hier butchern sollen, ne? Ich weiß nicht, ob der schon zu kaputt ist, der Korps. Ist mangled. Vielleicht kriege ich nichts mehr raus. Wir müssen kurz laufen lassen und irgendwann müsste hier ein Task kommen. Und ich weiß auch nicht, warum das Kind nichts macht. Es hat nicht gesagt, dass es gestartet hat mit seiner Konstruktion. Das heißt, vielleicht ist der Korps, weil er weggetragen wurde, schon ein Problem. Oh, Cave Spider Silk Cloak. Fast meisterhaft, nice. Er hat einen super guten Silver Warhammer. Aber das sind immer Instant-Kills, by the way. Oh, sehr gut. Yes. Butcher it. Genau das wollte ich. Mein größtes Problem jedes Jahr, ich muss 1000 Alkohol kaufen. Okay. Nutzt du Farmen? Conan Dude, nutzt du Farmen? Pass auf. Hier habe ich 3 Farmen. Alle Farmen produzieren im Spring bei mir Plump Helmets, wie es aussieht. Noch nicht mal das Beste, aber ist okay. Ich habe immer eine Farm, das wird diese hier sein, CD, die produziert das ganze Jahr über Plump Helmets. Plump Helmets sind deine beste Alkoholproduktionsstätte. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas, wo Cave Weed produziert wird. Damit kannst du auch Alkohol machen. Das sind Pigtails. Pigtails sind super wichtig, weil du damit Kleidung machst. Nee. Das ist meine Pigtails Farm. Hier mache ich Cave Weed. Ja, hier mache ich Cave Weed. Cave Weed macht Bier. Plump Helmets machen, glaube ich, Rum? Rum oder Wein? Ich weiß es gerade nicht. Ist eigentlich auch wurscht. Plump Helmets sind Pilze, by the way. Und wenn du davon genügend anbaust, und wir können mal in unsere Stocks gucken, mit E kann man die Enhanced View nutzen, wenn du DFHack hast. Ich hoffe, du hast es. Wir haben 91 Plump Helmets. Wir haben 65 Plump Helmets Spawns. Du musst aufpassen, du darfst Plump Helmets nicht kochen. Du hast oft keine Seeds. Ja, und das liegt hier dran. Pass auf, ich zeig's dir. Kitchen. Hier
musst du auf Plump Helmets gehen und einmal C drücken. Wenn ich C drücke, geht's Kochen wieder an. Du musst das Kochen ausstellen. Wenn Plump Helmets oder alles andere, egal was, wenn irgendetwas gekocht wird, verlierst du die Samen. Wenn es zu Alkohol verarbeitet wird oder wenn es so gegessen wird, roh, unverarbeitet, dann behältst du die Samen. Was du willst, ist, dass du bei Plump Helmets niemals die Samen verlierst. Also darf es nicht gekocht werden. Es muss getrunken werden. Also gebraut. Gebraut und dann behältst du die Samen und dann kann der Alkohol getrunken werden. Pigtails ist auch so ein Ding. Du willst Pigtails auch nicht verbrauen, wenn es geht. Zwar kriegst du dann die Samen wieder, aber du willst ja die Pigtails zu Kleidung machen. Du willst ja Stoff daraus bekommen. Stoff ist sehr wichtig. Und deswegen würdest du Pigtails auch nicht brauen wollen. Das sind so die zwei wichtigsten. Den Rest kann man Standard lassen, das ist vollkommen egal. Sweet Pots zum Beispiel kannst du brauen, das ist in Ordnung. Es gibt auch irgendeine Art von Alkohol. Hier, die Sachen werden auch alle verkocht. Warum Cave Weed? Ach, die Seeds. Ja, genau, die Seeds sollte man nicht kochen. Das ist auch ganz wichtig, weil dann gehen sie kaputt und sind weg. Pecans? Achso, die Nüsse. Ja, Nüsse kann man, also Mandeln und Pekannüsse, die kannst du natürlich kochen. Mit Bier könnte man kochen, also mit Alkohol. Wenn du Probleme mit Alkohol hast, stell's auch aus. Ja, Dwarven Wine, okay, also Plump Helmets machen Wein. Weil wir haben sehr viel Wein. Aber ja, wenn du Probleme damit hast, verkoch sie nicht. Und sonst den Rest kann man alles kochen, hier den ganzen Kram. Ich sollte übrigens auch nochmal in der Küche vorbeischauen, das ist ein guter Einwand. Brew Drink. Ja, ich mache ja gar keine Drinks. Hallo, was ist das denn? Mach mal 500 bis 1000, so, damit wir ein bisschen was haben. Hiervon hätte ich auch gern mehr. Hiervon hätte ich gern 300 bis 500, so. Lavish Meals sind das Beste überhaupt. Und viel einfacher als in Rimworld zu machen. Weil man praktisch keinen Platz für die Dinger braucht. Für die rohen Zutaten, wie ihr hier seht, habe ich viel mehr Platz gebraucht als für alles andere. So, wo wollte ich hin? Ich wollte in die Caverns und wollte nochmal gucken, wie es um meine Bestie steht, die ich gerade butchere, da. Ist die gebutchert? Ah, Mangled Hair, okay. Beast Brain und Chitin, okay, sehr gut. Wir haben immer ein bisschen Chitin, auch wenn es mangled ist. Aber das ist nicht so wild. Und sie haben anscheinend schon ein bisschen was weggetragen, also wir hatten vielleicht noch ein bisschen mehr. Nicht das Beste, der Korps war sehr zerstört, aber wir haben immer noch ein bisschen was bekommen. Und das ist cool, weil ich will wissen, wie viel Chitin wir haben. Ich muss das Chitin die mal wegtragen lassen. Wir sind übrigens dran seit 2-3 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, Leute. Aber ein bisschen ist schon. Haben wir schon gespielt. Ich weiß nicht, was das Kind da macht. Ich habe das Gefühl, es dreht durch. Ich meine, I don't really care. Ich würde das Kind auch gerne ermorden. Weil es hat Shiro einfach so blutig, kaltblütig gekillt. Hinterrücks. Unsere Noble Quarters sind fertig, das ist schön. Sehr viel Gold. Ah, ich will das Gold da, glaube ich, rausholen. Obwohl es für die Nobles vielleicht ganz gut wäre, ne? Ja, ich glaube, für die Nobles lassen wir es erstmal drin. Wir können es später immer noch entfernen. Ich mache für die Zellen, die ich hier geplant habe, auch nur... Habe ich noch gar nicht erwähnt, was das sein soll, ne? Aber da mache ich auch nur Türen rein. Und ich hoffe, es werden Masterwork-Doors, aber ich werde mir da kein Bein ausreißen für. Bisschen Gold haben wir ja bekommen. Alles okay, Schatz? Mhm. Maddie ist gerade wieder aufgewacht. Table. So. Table hier, Table Door. Die sehen alle gleich aus für die Nobles, die Quartiere, so mehr oder weniger. Der einzige Unterschied ist der Captain of the Guard, weil der braucht... da will ich kein Table haben. Weil der braucht noch die Zellen. Oder zumindest mache ich die Zellen immer zu dem. Das finde ich immer am, I don't know, apiksten. Das macht für mich am meisten Sinn. Da ein Bett hin. Da ein Bett. Und das Bett habe ich immer gerne an der Wand. Weil ich persönlich würde es auch nirgendwo anders stehen haben wollen. Ich brauche Chains. Chains war nicht J. J war Cage. V. Haha, V. Sehr gut. Ich hätte gern Gold Chains, glaube ich. Ich will das hier filtern auf Gold. Und dann machen wir 5 Gold Chains. Dann hätte ich hier gerne noch ein Table drin.
Ich meine, es sind Gefangene, aber man muss Gefangenen leider die Möglichkeit geben, super gut zu leben. Ansonsten werden sie nur pissy. Und die kommen hier ja schon rein, weil sie pissy sind. So, was wollen wir noch? Betten wären vielleicht ganz gut, hä? Das Ding ist, sie können sich von einer Chain, kann man sich ein Feld drumherum bewegen. Das heißt, ein 3x3 großer Raum ist perfekt. Vor allem, wenn das Bett dann noch vielleicht Masterwork ist oder so. Außerdem will ich Statuen haben. Und die Statuen sollen auch aus Gold sein. Okay. Übrigens, Conan Dude. Aber ich habe oft keine Sitz. Ja. Conan Dude, wenn du willst, kannst du bei mir auf den YouTube schauen. Einfach runter scrollen, auf das YouTube-Symbol klicken. Und dann kommst du auf meinen Kanal. Dort habe ich nämlich gerade vor einer Woche meine Tutorial-Series für den neuesten Patch für Dwarf Fortress rausgebracht. Oder angefangen. Ist natürlich noch lange nicht fertig, aber so die ersten. Ich meine, ich bin jetzt bis zum Embark. Also, wie finde ich meinen Embark und wie setze ich meinen Embark auf? Vielleicht hilft dir das in Zukunft auch weiter. Wenn du neu bist, glaube ich schon, dass dir das helfen könnte. Wer fightet denn da schon wieder? Irgendwelche Troglodytes und ein Dwarven Child. Okay. The Troglodyte grabs the Dwarven Child by the second toe, right foot with her left lower leg. Wie auch immer das funktioniert. Punches the Dwarven Child in the head with her left hand. Oh, damn. Damn, son. Die zwei Kinder werden ultra verprügelt. Und ein Erwachsener steht einfach daneben und guckt zu. Ist ja geil. Kill. Rectangle. Da ist auch noch einer. Kill him. Rettet unsere Kinder. Solange sie nicht tot sind, kann man sie vielleicht wieder aufpeppen. Und da ist ein Kind tot und da ist ein zweites Kind tot. Und das wird jetzt ekelhaft. Das wird jetzt ekelhaft. Denn jetzt kann es sein, dass wir richtig Probleme bekommen, weil die Kinder hat definitiv Eltern und die Eltern werden jetzt ganz schön angepisst sein. Und leider finden Zwerge das trotzdem nicht so toll, wenn sie den Tod ihrer Kinder rächen. Damn. Erush, Kadolrek und Iden Onurist. Und ich kann halt hier nicht mehr nachgucken, wessen Kinder es sind. Und das finde ich sehr schade. Das hätte ich vorher machen sollen, für den Fall, dass sie draufgehen. Immerhin hacken wir die blöden Trocks tot. Okay, weißt du was? Wir machen jetzt mal einen Swipe. Oh Gott, uns fehlen drei Leute in unserem Squad? Wow, sind so viele gestorben? Ich habe einen wohl übersehen. So, die Steuerung ist manchmal ein bisschen komisch. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte einen Swipe machen. A, B, Kill, From a List. Alles, was Trogo heißt, wird sterben. Wir könnten Mir töten. Not now. Also, D, auf jeden Fall. Den Troll könnten wir auch töten. Die Cave Toad. Das Vieh und die Cave Toad, bitte. Kill them. Get him, Dwarfs. Get him. So. Ich wollte unbedingt nochmal cleanen. Und wir haben hier eine Giant Cave Toad. Ich hoffe, die sollt ihr nicht töten, weil das wäre dumm. Hoffentlich töten sie erst die anderen. Weil das sind nur die Toten. Ich will nicht die Toten sehen. Wo ist der Troll? Okay, damit ich sicher sein kann, dass sie die richtigen töten. Weil das war, wenn dann, ziemlich dumm. Kill List. Also, Trogo muss sterben. Die Magma Crabs sind auch nicht ungefährlich. Die können alles in Brand stecken, die blöden Viecher. Und die spucken Magma, was nicht geil ist. Ist richtig unschön. Wo ist der Troll hin? Ich hatte ihn eben noch im Schirm, ist er weg. Ich will dem Troll folgen, ich will wissen, was wir killen.
Sollte kein Problem sein eigentlich, solange wir mit mehr als einem Zwerg gleichzeitig dort ankommen. Oh, oder er geht einfach. Ist natürlich auch in Ordnung. Tschüss, das ist cool. Super. Die Elfen sind aus irgendeinem Grund immer noch da. Ah, da liegt Sand, das ist sehr gut. Okay, also wir produzieren wohl. Dann wäre es eine gute Methode, erstmal dort nachzugucken. Das hier ist übrigens auch ein Projekt, was ich hier vorhabe. Conan, Dude. Du schaust auch später auf den YouTube-Account. Vielen Dank. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre schön. Wie viele Armor-Stands, Weapon-Racks, Cabinets etc. brauche ich in meiner 20-Mann-Armee? Gar keine. Null. Zero. Nada. Überhaupt nichts. Sind total unsinnig. Wofür du die Dinger brauchst, ist, um einen Trainingsplatz zu bestimmen für die. Und Nobles brauchen die. Zum Beispiel, mein Mayor verlangt eins, mein Captain of the Guard und mein Dungeon Master. Oh, wir haben ein Mandate. Hab ich gar nicht mitbekommen. Make large gems. Das ist ein Problem, weil wir haben keinen Gem Maker at the moment. Das können wir aber ganz schnell ändern. Okay. Ändern wir besser. Rather quick. Ist in Ordnung, wir brauchen nur zwei Stockwerke mit den Typen. Okay, hier ein, na, das war wieder blöd. Hier müssen wir nicht so weit graben, denke ich. Und upstairs. Und jetzt mache ich es auch weiterhin, jetzt mache ich es auch so, wie ich es in meinen privaten Runs mittlerweile mache. Ich mache die immer in dieser Vierer-Konstellation. Downstairs. Das ist Crap. Nein, das ist immer noch Crap. Hier muss es hin. So. Aber ja, Conan Dude, wenn du dir das wirklich anschaust, das Tutorial, kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du irgendwas trotzdem nicht verstanden hast oder wenn du irgendwas fehlt oder so. Oder irgendwas noch da ist, was du gerne wissen möchtest. Und ich werde versuchen, das natürlich zu behandeln in den nächsten Parts. Aber ja, du brauchst kein einziges Weapon Rack, Cabinet oder sonst irgendwas für die Armee. Ist der Armee völlig egal. Außerdem, also beziehungsweise, jeder Zwerg braucht sowieso ein Cabinet und einen Container in seinem Raum. Das ist mandatory. Ansonsten sind sie unglücklich. Also jeder braucht sowieso was und sie lagern aber ihren Kram sowieso auf dem Boden, wie man sieht. Also der silberne Kriegshammer liegt hier einfach in der Gegend rum. Weißt du, was schmelzt denn ein? Der ist nicht gut genug. Und macht mir lieber nochmal 10 mehr. Wenn ich den gerade auf dem Boden rumfliegen sehe, was ist das hier für ein Chrom? Iron Bolts. Ich meine, behaltet sie, ist okay. Das hier sollten wir auch mal weitermachen. Sehr gut, wir haben alle Betten, wie es scheint. Das ist großartig. Lasst euch nicht täuschen, hier ist eine Tür. Die wird nur aufgehalten von was auch immer Refuse da gerade rumliegt. Ist irgendein Müll, der da rumliegt. Zwerge sind messy, Leute. Zwerge sind richtig messy. Manchmal bringen sie auch ihre Favorite Foods in ihre Container und wundern sich, dass überall Miasma ist. Das ist so dumm. Die Zwerge, ey. Ich liebe diese Simulation, sie ist so geil, aber das ist echt manchmal einfach nur hohl. Hier ist unsere Baracke fertig, sehr schön. So, und jetzt zeige ich dir, was du brauchst für eine Baracke, also für einen Trainingsraum. Und nichts mit Baracke zu tun. Dich packen wir hier hin, die Tür. So, und jetzt mache ich ein Armor Stand. Na, ich mache lieber einen Weapon Rack. Ich mag Weapon Racks mehr in dem Fall. Und sobald der steht, ist die Baracke fertig. Also der Trainingsraum in dem Fall. Ich mache jetzt noch einen Armor Stand, der ist aber total unnötig. Den brauchst du nicht. Den mache ich nur, weil es so symmetrischer ist und weil es schöner ist, wenn da ein Weapon Rack und ein Armor Stand ist. Aber wenn der hier steht, kannst du draufklicken und kannst mit R, glaube ich, ein Trainingsareal draus machen. Und dann kannst du sagen, welche Squads da trainieren dürfen. Ich frage, weil ich habe alle Waffen und Rüstung auf dem Boden. Ja, das bleibt doch so. Und du kannst 1000 Weapon Racks machen, das ist scheißegal. Zwerge sind messy, gewöhn dich dran. Ganz einfach, gewöhn dich dran. Machen wir hier nochmal eine Bridge. Hat da jemand die Tür eingeschlagen? Die Brücke machen wir aus welchen Blocks? Jo, Microklein. Ich mag Microklein. Blau ist schön. So.
Okay, ich denke, wir fangen hier vorne mit den Brücken an. Auch wenn ich es leider doof gemacht habe. Oh, hier ist... Ne, ist immer nur einer, ja. Ich wechsle die hin und wieder ab. Glaube ich. Also so. Hier fangen wir an mit dem Trap-Corridor. Und das ist übrigens auch der erste Trap-Corridor, den ich überhaupt mache. Wir könnten auch richtige Traps noch reinmachen. Ich bin sogar dafür. Müssen wir mal schauen. Dann will ich, dass hier... Ne, keine Door. Ich will, dass hier gegraben wird. Und ich denke mal so viel ungefähr. Ne, so groß können wir keine Brücke machen, ist das Problem, ne? Aber ich könnte auch wieder Floors drüber legen an ein paar Stellen. Was blöd ist... Aber das kann ich nicht verhindern, dass sie da das überstehen im Endeffekt. Dass wenn jemand da draufsteht, dass ihm nichts passiert. Das ist halt so. Ich hab's zu weit gebaut. Was ich stattdessen machen könnte, ist einfach Mauern wieder hinbauen. Ihr könnt sagen, hey, hier will ich Mauern. Build, construct wall. Es ist total ineffizient und das nächste Mal werde ich mir merken, dass es 3, 6, dass es genau 10 weit ist. Eine Brücke kann 10 breit sein und damit kann auch die Retracted Bridge das sein. Oh, was ich aber noch überprüfe. Ich muss noch was überprüfen, Leute. Wir haben 7 Glasblocks, das heißt, wir können unten weiterbauen. Das ist schön. Schreibt ihr noch was? Nee, nichts Neues. Das sind genau 10, großartig. Was ich nämlich überprüfen will, ist das hier. Wie groß kann eine Brücke insgesamt werden? 10 mal 10? Haha, ja. Genau 10 mal 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, okay. Dachte ich mir schon, nachdem ich das jetzt eben erfahren habe. Ist okay. Das bedeutet, das hier wird unsere Retractable Bridge, das wird unsere Hochziehbrücke, die ich leider nicht so definiert habe, glaube ich. Das heißt, das muss ich nochmal machen. Denn ich will hier keine Retractable Bridge, das würde mir den Tod bringen. Ich will, dass die nach da oben auf zugeht. Ich will wieder, dass sie aus Microclimb besteht, aber aus Blocks, weil das effizienter ist. Okay. Okay, so fangen wir erstmal an. Hier drunter kommt hoffentlich Magma irgendwann hin. Das Pit mache ich noch ein bisschen tiefer. Hier kommt eine Retractable Bridge drauf, die ausgefahren sein wird immer. Wenn Gegner hier drauf kommen, mache ich beide Brücken zu. Wenn hier Gegner gefangen sind, mache ich auf die Retractable Bridge und dann fallen sie alle in die Magma und sind tot. Tadam! Kriege ich zwar kein Gobbo Iron oder so, aber hey, wenn es nur Gobbos sind und keine Untoten, kann ich mich auch entscheiden, einfach die Brücke wieder zu öffnen, die hier unten zum Beispiel, und mein Militär reinzuschicken. Also insofern, das wird passen. Oh, steht's schon? Ne, steht noch nicht, ne? Nein, nein, okay. Betten können wir hier auch hinmachen. Es sind viel zu viele Betten, aber hey. Wir haben theoretisch erstmal 2 Squads und ich will, dass hier für den Moment alle schlafen können, aber ein Bett zu viel, genau. Du kommst weg. Okay, und dann mache ich das hier. Nee, das muss ich nicht hierüber machen. Das mache ich woanders, okay. Das mache ich mit der Interaktion eines der Betten. Außerdem können wir das hier schnell mal smoothen. Und dann mache ich direkt hier alles. Habe ich das richtig designiert? Ja. Nicht, dass ich auf einmal sage, buddel mir alles aus, dann kriege ich durch. Kannst du mir uns später zeigen, was ich tun muss, dass die Zwerge ihr Copper-Equipment immer tragen? Das geht sehr schnell. Du drückst M. Du drückst auf Schedule, S. Und dann muss hier stehen, Inactive gleich Uniformed. Dann. Dann sollten sie es immer tragen. Ich verstehe nicht, warum sie es manchmal nicht tun, aber sie sollten es immer tragen. Denn wenn du sagst Inactive Sith Clothes, dann werden sie es ausziehen. Aber ich will auch, dass sie es immer tragen. Wenn wir uns aber die Squads jetzt mal angucken, ich drücke N für Uniform, nee, E für Equip. Trunksy hat alles an, aber hier. Da fehlt was. Ja, hier haben sie alles. Hier fehlt ganz schön viel, aber gut, das sind auch Neuzugänge. Hier fehlt ein bisschen was. Wir haben einfach noch nicht das Equipment, ist bei uns das Problem. Aber sie sollten es auch gerade tragen, obwohl sie nicht im Dienst sind. Ich glaube, sie haben, noch haben sie die, okay, gucken wir gleich nochmal. Die Frage ist, ich glaube, das ist schon vorbei, ne? Ich nehme einfach die Befehle mal wieder auf. Jetzt sind sie wieder zu normalen Dwarfs geworden.
Become a Bookkeeper zum Beispiel, Flammer. Und wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, dann müsste bei Flammer, der ist hier, wenn ich E drücke. Er hat trotzdem alles an. Er hat nicht alles von sich geworfen. Hast du es mitbekommen, Conan Dude? Wenn nicht, kann ich das gerne nochmal zeigen. Eine ganz einfache Folge von Zeichen. M und MS und theoretisch U, ne? Ja, MSU. Wenn da Inactive gleich Uniform steht, dann sollte es bei allen Squads der Fall sein, praktisch. Bei allen, die, hier, das kannst du nach Trainingsplan machen. Siehst du? Der eine Trainingsplan hat, der andere nicht. Und du kannst das für jedes Training praktisch einstellen oder jede Unscheduled Order. Und bei mir steht immer Uniformed drin. Hier gibt es auch ein schönes Copy-Paste-Feature, by the way. Ja, danke, sehr gut. Also damit sollte es so sein. Es ist keine Garantie. Zwerge sind halt nicht so obedient, wie man es gerne hätte manchmal. Und ich habe viele Stunden hier drin schon investiert und bin trotzdem noch kein Experte von diesem Game. Darum habe ich mich auch immer gesträubt, eine Tutorial-Series zu machen. Aber jetzt wurde ich überredet und deswegen mache ich jetzt eine. So, und hier will ich jetzt sagen Barracks. Und dann Train und Train. Nein, Train sollte hier nicht. Ihr sollt schlafen hier. Ihr könnt beide hier schlafen, wenn ihr im Dienst seid. Und trainieren sollt ihr hier in dem Raum. Und dafür mache ich die eins von beiden. Das Armor Rack oder ein Weapon Stand. Ist ganz egal welches. Eines davon reicht. Ich habe jetzt nur beide gemacht aus RP-Reasons, damit sie, ja, zu tun können. Ich müsste nicht mal in die Mitte stellen. Ich kann die auch einfach irgendwo an den Rand stellen oder so. Könnte auch mehrere hinstellen. Würde vielleicht noch mehr Sinn machen. Wir haben Sommer, sehr schön. Würde vielleicht noch mehr AP Sinn machen, dass ich mehrere da stehen habe. So 10 Stück von beidem. Weiß ich nicht, unten 10, oben 10. Je nachdem, Weapon oder Armor. Weapon Stand oder Armor Rack. Umgekehrt, Weapon Rack oder Armor Stand. My goodness. Vielleicht mache ich das. Ja, vielleicht sage ich, dass die beiden nicht mehr sollen und ich mache mir lieber die oben und unten in die Ecken rein. Oder halt in die, ne? Mach mir Alkoven dafür. Das ist besser. Das gefällt mir. Das Smoothing wird auch helfen. Engraved soll das hier auch werden, auf jeden Fall. Aber da will ich ein bisschen mit warten, denn unsere Krieger sind die, die niemals durchdrehen dürfen. Die dürfen echt nur das Beste vom Besten haben. Ich meine, ich hätte auch die Betten vielleicht in der Qualitätsstufe setzen sollen, aber ich hoffe, es wird trotzdem okay sein, wenn ich alles hier engrave irgendwann. Ja, und ich denke mal, wir machen das hier wieder weg und machen stattdessen. Sind das 10? Es sind nur 7. Sind nur 7. Machen wir es so. Okay. Machen wir es so. Es wird zumindest unique aussehen. Hätte ich vorher dran denken sollen, ne? Aber wir werden gleich sehen, dass nur einer dieser Racks oder Stands wichtig ist. Sehr schön, wir haben eine volle Baracke jetzt. Mit 6, 10 und nochmal 5 sind 15, sind 19 Betten. Naja. Ist nicht ganz 2 Squads. Vielleicht könnte ich noch ein Bett irgendwo reinkrammen, aber es passt leider nicht von der. In die Mitte? Ganz in die Mitte? I mean, maybe. Sieht doof aus, oder? Ich finde, es sieht doof aus. Was wir hier machen können, ist hier eins hin und die anderen beiden Betten hier, wo die Säulen vorher waren, oder hier hin. Das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Das hier weg. Das hier weg. War das richtig? Nee, ne? Doch, Slated for Removal geht auch so. Okay. Die Mauer steht schon fast, das ist cool. Kann ich noch ein bisschen mehr Mauer dort konstruieren? War halt blöd, dass wir hier eine Mauer hinmachen mussten jetzt. Microcline Blocks. Ich habe leider nur einen, deswegen nehme ich mir noch einen Microcline. Auch wenn das leider sehr viel Arbeit ist, ihn da hinzutragen, aber es ist Arbeit für die Zwerge, nicht für mich. Der verrottende Schleim, Leute. Ach, übrigens, an unseren Neuzugang Conan Dude.
Das hier ist ein spezieller Embark mit Wasserfall von mehreren Teils und einem Vulkan. Außerdem Eisen und allem Schnickschnack natürlich. Dieser Embark wurde durch ein Skript gefunden von einem User auf Discord. Nicht in meinem Discord, aber bei jemand anderem. Du musst weg. Und dieser User heißt Telia. Wenn du Reddit verfolgst, dann hast du das wahrscheinlich, also den Namen wahrscheinlich schon gehört. Denn ich bin nicht der Einzige, der diesen Embark spielt. Im Gegenteil, es spielen mehrere Leute aus dem Grund, dass sie, hoffentlich immer genug Glas, dass dieser Embark noch verglichen werden soll. Also von verschiedenen Leuten, die verschiedenen Stile, die verschiedenen Forts einfach. Wir haben 9 Stück. Und das fand ich ganz cool, deswegen mache ich da auch mit. Selford Cell macht das für uns. Schneide das dann zusammen. 3, 6, 8, 9. Also, falls du da auch Interesse hast, werde ich wahrscheinlich auch auf meinem Discord dann verlinken, wenn das Video da ist und so, aber das dauert noch wahrscheinlich einen Monat. Wir sollen ja noch ein bisschen spielen. Und ich komme leider nur einmal in der Woche zum Streamen, ist das Traurige, deswegen ist das ja auch erst die dritte Session. Ist schon 3 Wochen am Laufen. Aber da werden wohl die verschiedenen Sachen, die passiert sind, von verschiedenen Leuten zusammengeschnitten. Das wird sicher interessant. Da bin ich schon sehr gespannt, was bei anderen passiert ist. Weil wir hatten zuerst 2 Embarks hier auf dieser Map. Was zur Hölle bist du für ein Vieh? Straight Giant Cockatiel. Und wir züchten den gerade. Wir lassen den gerade Eier legen. Okay, läuft. Giant Cockatiel Eier. Ein Cockatiel ist doch ein Papagei, ne? Glaube ich. Interesting. Hatten wir den nicht gefangen? Ich glaube, den hatten wir im Käfig. Huh. Da muss Auto Nestbox ja direkt zugewiesen haben. Sehr schön. Cool. Ich würde sogar sagen, wir machen noch so ein Pack. Ja, wie gesagt, ich war noch nicht fertig. Was wollte ich noch sagen? Ich war nur gerade sehr verwirrt von dem Cockatiel. Ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist wieder mal mega gut, Gary. Bist der Beste. In dem, was du machst. Nichts richtig, aber sonst passt, ne? Weißt du was? Wir machen mal hier Forbid. Ich hätte jetzt gerne noch ein Männchen. Weil das muss ja ein Weibchen sein hier, ne? Das muss ein Weibchen sein. Oh, noch ein Trick, den ich gelernt habe. Ziemlich easy Trick, der hätte man eigentlich selber drauf kommen können. Ach so, No Access. Ja, okay, gerade No Access. Ist nicht schlimm, machen wir es auf die andere Seite. Wenn man hier nämlich 2 Türen reinbaut. Aus Giant Cave Spider Soap. Nein. Schön, dass wir aus ihrem Fett Seife gemacht haben. Nehmen wir einfach irgendeinen Block, come on. Ich will kein Holz nehmen, Holz ist für Elfen. Realgar Blocks, I don't care. Wenn wir hier jetzt eine Tür reinmachen, eine zweite, und machen diese, machen beide Türen, not pet passable. Also, wenn ich es wegmache. Ja, die sind nicht durchgängig für Pets. Dann wird es unmöglich, dass viele kleine hier Peacock-Chicks einfach raus explodieren, wenn ein Zwerg diese Tür öffnet. Denn die Viecher können nicht raus aus der Tür, außer es steht ein Zwerg in der Tür oder die Tür wird offen gehalten von irgendwas. Ist hier eine zweite Tür, kann das nicht passieren. Da müssen schon 2 Zwerge hier drinstehen oder die Tür müssen noch offen gehalten werden von irgendwas. Super cooler Trick. Damit die Viecher nicht dauernd rauskommen. Und dann kann man warten, bis die erwachsen sind. Und dann werden sie entweder auf Nestboxen gepackt oder man schlachtet sie reihenweise. Was awesome ist, was machst du mit dem Pferd? Oh, du willst es melken. Ha, Milk Stray Horse. Wunderbar. Bist du ein Männchen? Nein, okay. Das ist schon der Milch, der melkt Männchen. Warum wirst du... Skeleton. Skeleton sucks. Habe ich nicht irgendeinen Stockpile für Bones? Okay, hier ist schon mal... mein Build-Workshop... Ah, warte, die mache ich oben hin. Workshop Jewel Crafter. Ist mir ganz egal, aus was. Irgendwas, was nah ist. Ah, Dr. Mandarb. Schön, dass du mir folgst. Das freut mich, vielen Dank. Sehr, sehr cool.
Genau, ich mache hier oben die Workshops hin und hier unten die Stockpiles, weil es wahrscheinlicher ist, dass wir von weiter unten Edelsteine bekommen und damit spare ich ein Sea-Level praktisch, dass die Zwerge bereisen müssen. Und hier mache ich nämlich einen Gem-Stockpile draus. Natürlich mache ich die hier wieder weg, weil ich nicht will, dass die Leitern blinken. Das sieht scheiße aus. Und wenn was drauf liegt, sieht es auch scheiße aus. Gems. Genau, ich will hier alles drin haben. Cut Glass auch, Rough Glass. Völlig in Ordnung. Daraus können wir jetzt nämlich auch Zeug machen. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Bins sind erlaubt. Nee, werde ich noch nicht tun. Ich brauche einfach mehr Blocks. Ich brauche viel mehr, viel, viel mehr Blocks. Was ich noch gucken wollte, ist, ob hier alles voll ist. Nee, überhaupt nicht. Dann frage ich mich, warum sie die Zwerge unten nicht beerdigen. Aber vielleicht ist das, weil wir die schon in Zeug gepackt haben. Hier liegt Miss Glasali und Shiro. Ein Dwarven Child, die beiden Dwarven Childs, die wir verloren haben. Rough, rough world. Wir haben eine sehr dreckige Welt. Aber ich meine, die Welt von Dwarf Fortress ist immer sehr dreckig. Oh, hier sind einige Pissy, hä? Ach nee, die seid am Starven. Das ist okay. Das ist easy zu fixen. Very, very much so. Und jetzt groß G und jetzt einfach alles hinzufügen, was hier noch nicht drin ist. Okay, bevor ihr verhungert. Die Frage ist, ist das hier noch groß genug? Das Moos wird hier schon ganz schön knapp, habe ich das Gefühl. Ah, es geht noch. Ich denke, es geht noch. Das Miasma allerdings ist die Hölle. Was soll denn das? Aber hier unten das Stockpile ist auch randvoll. Wir sollten die Knochen, die hier sind, ja, Skulls und sowas, die sollten wir verarbeiten, weißt du was? Nein. Craftsdorfs Workshop. Aus irgendwas Gutem, komm schon, wir müssen hier doch was Schönes haben. Nicht aus Glas. Glas ist zu wertvoll für uns momentan. Vor allem, weil ich den Schwachsinn ja mitmache, ne, und alles aus Glas da machen will. Aber ich mache hier einfach einen Craftstore-Workshop hin und der macht nur Bones, nur Sachen mit Bones. Es kann sein, dass wir ihn verzieren lassen mit Bones, es kann sein, dass wir Crafts aus Bones machen. Völlig wurscht. Aber wir werden die Bones abarbeiten, damit das Stockpile nicht so voll läuft. Übrigens, was ihr hier oben seht, das sind die Netze, die in der Luft hängen. Also nicht wirklich in der Luft, die hängen hier an anderen Netzen, wie ihr seht, und die hängen oben an der Decke. Kommen wir leider nicht dran, was sehr schade ist. Dann bis bald, Dr. Mandarb. Schön, dass du reingeschaut hast und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, das hier können wir auch noch abhacken mal. Ein bisschen mehr Fungiwood und sowas ist eigentlich okay. Kann man sich öfter mal gönnen. Vor allem will ich den hier abhacken, nicht da oben, weil dann hängt er wieder im Baum fest. Es ist sehr gefährlich. Man kann sehr schnell im Baum festhängen. Okay. Hat man ja eine Spinne gesehen, die hat stundenlang dort festgehangen. So, was wir hier wollen, ist alles aus Bone. Bone? Make Bone Crafts, würde ich einfach sagen. Decorate ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, wir dekorieren, wenn, dann mit, wir dekorieren mit anderem Kram. Zum Beispiel mit Gems. Gems sind besser zum Dekorieren. Das hebt den Preis viel mehr und wir wollen unseren Zwergen Gutes tun. Und wer trinkt nicht gerne aus einem Mug, der voller Gems ist? Richtig schön dekoriert, richtig schön zugesitscht damit. Das hier können wir noch machen, das hier können wir noch machen. Hier die Wände muss ich ersetzen. Und dringend mit irgendwas, das magmafest ist. Haben wir magmafesten Stein? Ich glaube, wir lassen die Dinger hier einfach drin, damit es hier nicht reinläuft. Irgendwas müssen wir uns auch noch überlegen hier. Weil ich fürchte, aus dem einen Feld kommt nicht genug Magma, um das ganze Ding hier schnell zu füllen. Ich glaube, es kommt nicht schnell genug an, ist das Problem. Das befürchte ich. Das heißt, wir müssen irgendwas uns überlegen, das hier vielleicht schmelzen kann oder so, damit das Magma sich hier erstmal auffüllen kann. Irgendwelche Brücken vielleicht, die wir dann aufstellen. Damit der Raum sich überhaupt füllen kann. Wir brauchen den gesamten Raum, wie man sieht. Dringendst. Wir könnten Abschnitte definieren mit Mauern. Wie kann man Mandates von Nobles erfüllen? Du machst einfach, was er will. Der will Large Gems. Dann müssen wir Large Gems machen.
Und wenn der Mandates hat, wo du denkst, so, du bist ja voll der Hirni, dann wirfst du die Lava. Easy peasy. So, man kann hier nämlich sagen, Cut Gems. Und das ist dann Cut Morion. Warte mal, irgendwie ging das hier zu automatisieren. Ich weiß nicht mehr wie, ich vergesse das immer. Das mache ich so selten. Wo gab es diesen Auto-Jewel-Mode? Es gab so einen Auto-Jeweler. Alt-J. Ich habe keine Ahnung mehr. Kann mir jemand nochmal sagen, wie das ging? Ich könnte nachgucken, theoretisch. Ich meine, wir haben eh schon wieder relativ lang gemacht. Ich werde hier mal einen kleinen Cut machen, Leute. Nicht für euch im Stream, sondern nur auf YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und dann haben wir auch das geklärt mit dem Auto-Dings. Bye, bye.